In den Theatern ist nicht nur das spannend, unterhaltsam und lehrreich, was auf die Bühnen gebracht wird. Auch hinter den Kulissen spielt sich so manches Drama ab, das allerdings nur in den seltensten Fällen seinen Weg in die Öffentlichkeit findet. Dafür finden die Dramen jenseits der Bühne mitunter reichhaltigen Niederschlag in so mancher Akte. So auch im Fall des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden. Ich möchte Ihnen heute ein paar besonders schöne Stücke aus der Theatergeschichte des 19. und frühen 20. Jahrhunderts vorstellen, also aus der Zeit des Nassauischen Hoftheaters bzw. des Königlich-Preußischen Hoftheaters. Beginnen möchte ich mit einem Bericht über einen Zwischenfall während einer Schauspielaufführung am 12. Dezember 1858. Involviert waren der spätere Wiesbadener Kurdirektor Ferdinand Heil, damals noch Schauspieler am Hoftheater, und Karl Ulram. Bei dem aufgeführten Stück handelt es sich um das 1850 in Weimar uraufgeführte Volksschauspiel Deborah von Salomon Hermann Musenthal. Gehorsamster Bericht. Infolge des dem Unterzeichneten übertragenen Auftrags hat derselbe zur Aufklärung der während der gestrigen Vorstellung Deborah stattgehabten Störung die dabei beteiligten Herren Ulram und Heil vernommen. Es erklärten dieselben wie folgt. Herr Ulram. Während des zweiten Aktes der gestrigen Vorstellung hat Herr Heil einzelne Sätze seiner Rede übersprungen und dadurch das Stichwort für Herrn Weilenberger zu früher gebracht, wodurch letzterer zu früher aufgetreten ist und ich mich gezwungen sah, durch ein passendes Extempore eine größere Störung zu vermeiden und die Szene wieder in ihr gehöriges Geleise zu bringen. Durch dieses Vorangegangene fühlte ich mich veranlasst, während der Schlussszene des zweiten Aktes abzugehen, um Herrn Heil zu holen, wobei ich allerdings seine Hand fasste. Dies ist der Sachverhalt, welcher zu einem Wortwechsel bei dem Abschluss führte. Herr Heil gab zu Protokoll. Die erste Angabe des Herrn Ulram gestehe ich als richtig zu. Was nun den Vorfall in der Schlussszene des zweiten Aktes anlangt, so erläutere ich denselben wie folgt. Herr Ulram trat zu früh von der Szene ab und forderte mich mit heftigen Worten auf, aufzutreten und fasste mich dabei so heftig am Arme, dass ich Schmerzen fühlte. Dies und der darauf folgende Wortwechsel brachten mich in eine solche Aufregung, dass ich mich unfähig zum Weiterspielen fühlte. Es erfolgt eine strenge Ermahnung seitens der Intendanz, die versucht, die gute Ordnung wiederherzustellen. Wiesbaden, 15. Dezember 1858. Jenke, Regisseur. Herzoglich Nassauische Theaterintendanz an die Mitglieder des Theaters. Nachdem der höchst bedauerliche Vorgang während der neulichen Vorstellung des Schauspiels Deborah einer näheren Untersuchung unterzogen und die entsprechende Verfügung gegen die dabei Beteiligten ergangen ist, so halte ich es mit Rücksicht auf das öffentliche Ärgernis, welches jener Vorgang veranlasst hat, für geboten, auch öffentlich zu den Mitgliedern des Theaters darüber zu sprechen. Zunächst muss ich wiederholt und mit Hinweisungen auf die Gesetze des Theaters darauf aufmerksam machen, dass sämtliche Mitglieder des Instituts verpflichtet sind, sich gegenseitig im Privat- wie im dienstlichen Verkehr stets mit derjenigen Höflichkeit und derjenigen Achtung zu behandeln, welche gebildete Menschen und Kunstgenossen sich gegenseitig schulden. Jenke fährt fort. Im höchsten Grade strafbar, aber ist der Versuch, unter dem Vorgeben einer Beleidigung seitens eines Kollegen die Vollziehung einer Dienstpflicht zu verweigern und dadurch die obersten Pflichten eines Bühnenmitgliedes zu verletzen und den Vorgesetzten, dem Publikum wie den Kollegen gegenüber die Ehre des Instituts wahrhaft zu kompromittieren. Die Intendanz erwartet, dass diese Andeutungen genügen werden, um die Wiederkehr von Vorgängen, wie solche leider stattgefunden haben, unmöglich zu machen. Ob die Ermahnung Früchte trug, wir wissen es nicht.